Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Lost Odyssey. Heute kümmern wir uns um die Charakter-Sidequest von unserer guten Sarah. Dafür müssen wir wieder zurück in ihr geliebtes Häuschen. Ja, ja, in der Tat. Da gibt es aber eine Menge hier zu holen, interessanterweise. Hier wurde Mama also geboren. Sie hat ständig über diesen Ort gesprochen. Wirklich. Aber etwas ist unheimlich an diesem Ort. Ah, Dummkopf, es ist verlassen. Natürlich ist es dann so. Entschuldige. Oh, keine Sorge, es ist wirklich wahr. Das war mal ein so schöner Ort. Entschuldigung, ist es in Ordnung, wenn ich kurz hineingehe? Irgendwo da drin sollte noch ein Poesie-Notizbuch von mir sein. Es ist nur ein Notizbuch, aber es bedeutet mir viel, weil es das erste Lied, das Lirum für mich gesungen hat, enthält. Das muss dasselbe Lied sein, das Mama immer für uns gesungen hat. Ganz bestimmt, ich werde auch danach suchen. Keim, es macht dir nichts aus, oder? Nein, gar nicht. Natürlich nicht. Ja, zuallererst finden wir hier mit dieser tollen Schatzbrille einen versteckten Schatz. Welcher Meisterohrringe verbirgt. Und die Meisterohrringe machen Dinge, schreckliche Dinge. Nein, schwarze und weiße Magie Stufe 8. Also, ist direkt awesome. Und ja, ich habe hier nichts mehr ausgerüstet, weil ich einfach mal am Lernen war und dementsprechend, ne, habe ich es weggelassen. Ja, so ist das. Ich sollte übrigens auch mal sagen, hier, achso, ja, die waren fertig mit Toten. Die war fertig mit Toten. Sie noch nicht. Und sie, glaube ich, auch noch nicht. Noch lange nicht. Aber ja, okay. Gut. Warum bin ich jetzt hier? Oder warum will ich nochmal hier rein? Gucken wir mal. Hey, die Monster sind scheinbar alle weg. Er hat das nur so von denen gewimmelt. Vor langer Zeit hat jemand erzählt, die Monster würden von der düsteren Magie hier angezogen. Energie, nicht Magie. Verstehe. Meine Gefühle haben sie hergelockt. Und dann haben sie alle verletzt. So solltest du das nicht sehen. Die Monster sind offenbar weg. Welchen Beweis brauchst du noch dafür, dass die negative Energie aus deinem Körper verschwunden ist? Ich schätze, du hast recht. Schließlich wäre ich ohne euch jetzt nicht hier. Ich hoffe, ihr versteht, wie viel es mir bedeutet, was ihr für mich getan habt. Ja, ja, doch, tun wir. Okay. Weil ich jetzt echt nochmal gucken muss. Was ich hier nochmal genau machen musste. Auf jeden Fall, hier finden wir den Schatz, das Geschenk von Sarah, ein Flammenamulett. Dieses Flammenamulett, wie ihr euch denken könnt. Feuerfestigkeit, hebt Feuerschaden auf. Uah. Ich dachte, die Monster sind weg. Sehr witzig. Ihr habt gesagt, die Monster sind weg. Und nicht, die Monster sind doch da. Ah! Ah, okay. Dann habe ich richtig im Kopf drüber nachgedacht. Ja, ich kann ihm nicht schaden. Also nicht mit Schlägen halt, ne? Logisch. Was machen wir da? Krafter. Krafter klingt gut. Obwohl, ja, physischer Schaden wäre genau falsch, ne? Wir haben es bald. Aber das hier wieder so ein... Ich weiß nicht, das ist auch wieder ein direkter Kontrast von wegen... Hier wären keine Viecher, aber hier kommen direkt sowieso wieder Viecher. Man, was soll ich dagegen tun? Ist trotzdem ein bisschen... blöde, irreführend. Ich
Ich mache die Sachen übrigens nur raus, wirklich, damit ich sehen kann, okay, das haben sie gelernt, das nicht. Ist prinzipiell ziemlich sinnlos, was ich da mache. Um es mal ganz ehrlich zu sagen. Also es lohnt sich für euch nicht, die Sachen rauszunehmen, weil ihr dann noch weniger Fähigkeiten habt, aber eigentlich läuft es ja ganz gut. Was haben wir denn hier so? Kann hier starke negative Energie führen. Warum ist ein solches Monster hier? Diese Kraft, nein. Dieses Gefühl. Es ist Trauer? Es ist das Produkt meiner eigenen Traurigkeit? Sarah, beruhig dich. Wenn das Monster von Traurigkeit lebt, brauchen wir es nur hier zu vernichten, richtig? Wir helfen auch dabei. Oder, Keim? Ja, natürlich. Vielen Dank. Okay, dann los. Ja, probieren wir mal eine Technik aus, die ich mal mitbekommen habe. Und zwar nehme ich den raus. Ich will dich raushaben. Nein, ich will dich. Okay, kann ich nicht rausnehmen, egal. Dann gehst du eben nicht raus. Soll mir egal sein. Ihr werdet aber sehen, was ich meine. Denke ich doch mal. Yeah. Wie war das nochmal? Person. Mhm. Gut. So. Keim und warten. Unerwartet, dass es nicht ganz genauso geht, wie ich es gerne hätte, aber egal, ihr werdet sehen, was ich meine. Oh, tot, das ist ziemlich tödlich. Sag ich ab. Gut, du attackierst. Wenigstens können wir jetzt Wiedergeburt einsetzen, also ist ja schon mal gar nicht mal so verkehrt. Naja. Dann eben ganz anders. Ich hätte gedacht, das läuft so, wie ich es gerne hätte. So läuft es nicht ganz ab. Oh, minus MP, das ist gemein. Na, wir sind mal wieder in der random Zustandsveränderung-Falle. Ich hasse es. Ja, dann block halt nicht. Eigentlich hatte ich halt in Erinnerung, es könne sich, ich sag jetzt mal ganz leicht, verstecken. Und würde dann keinen Schaden mehr nehmen. Aber scheinbar hat es keine Lust, sich zu verkriechen und bleibt dementsprechend draußen, also... Oh nein, sie kann sich mal wieder nicht verteidigen. Wie traurig. Aber so kann ich halt auf Dauer ihn auch niedermachen. Ah, damals. Umkehrung. So. Bei der Umkehrung. Das ist jetzt das Problem dabei. Sag ich jetzt mal ganz leicht das Problem. Ist es so, dass wir ihn jetzt mit physischen Attacken nicht mehr schaden können. Dementsprechend müssen wir jetzt Magie benutzen. Ja gut, dass Ming nur Feuer-Ära bekannt. Das ist ja dann egal. Das macht ja vielleicht 1000 Schaden. Beziehungsweise hätte 1000 Schaden gemacht um den Dreh. Gut, ihr habt gesehen, 900, aber...
nicht zu viel eben. Vielleicht sollte ich mal Seth heilen. Könnte nicht schaden. Und das war's. Wir halten das magische Kaliber 88. Jetzt könnte man fast denken, das ist ja für Seth. Ja, prinzipiell schon. Aber darum geht's ja gar nicht. Ah, ist das das Notizbuch, das Sarah sucht? Sarahs Notizbuch erlangt. Ja, das ist es. Das Monster hatte es. Kein Wunder, dass wir es nicht finden konnten. Vielleicht waren die Gefühle in dem Buch stark genug, um das Monster hierher zu locken. Gut, dass du es gefunden hast, Sarah. Ja, hab vielen Dank. Ich weiß nicht, warum jetzt zwangsläufig die traurige Melodie dabei spielt. Ja, wie ihr seht, ist es immer noch schlechter. Aus einem heiligen, magieversteckenden Baum. Aus einem Baum. Okay. Aus einem Baum. So, Sarahs Notizbuch sorgt für Feuerabsorption. Ist ganz nett. Ja. Ist nur nicht unglaublich wichtig für mich, aber es ist halt vorhanden, ne? Ja. Und damit könnte ich schon fast hier rausgehen. Aber nur fast. Übrigens braucht ihr wohl die Gedichtschnipsel A, B, C und D aus... Wann war das? CD 2? Der Sarah war schon auf CD 1, ne? Ach, ich komme jetzt durcheinander. Auf jeden Fall müsst ihr wirklich diese Schnipsel haben, sonst könnt ihr nicht gegen Personen kämpfen. Ich weiß gar nicht, ich müsste... Oder muss ich jetzt rausgehen? Hier gibt es noch einen, der hat einen Leute von Seth, aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie ich ihn da reinbekomme. Ich glaube, ich muss erstmal sowieso raus. Okay. Ja, die vorderen Viecher werden jetzt draufgehen und der hintere danach. So einfach ist das. Ihr könnt natürlich in solchen Gebieten relativ gut eure Fertigkeiten lernen. Allein dadurch, dass ihr hier die Gegner wahrscheinlich mit einem Schlag immer vernichten werdet. Ich habe die Fähigkeiten in der schwarzen Höhle trainiert, aber wie gesagt, ihr könnt es halt überall machen. Ne, ihr seht ja, 8 FP, ich kriege hier sogar Level. Es dauert, aber ich kriege halt meine Level auch zusammen. So, ich glaube, ich muss erst einmal rausgehen dafür. Ich würde jetzt nur gerne dann schon mal fertig sein damit und dann nicht irgendwann nochmal sagen müssen, ich habe wieder da und da nicht alles gemacht. Kriegen wir schon hin. Hoffe ich nochmal. Aber ja, ich weiß auch nicht, die Charakterquest. Ah! Hä? Habt ihr da drüben jemanden gesehen? Ja, hab ich. Wer könnte das nur sein? Seth? Stimmt etwas nicht? Nichts, ich glaub nur, ich weiß, wer das ist. Was? Was hat der Kerl jetzt wieder vor? Bitte entschuldige mich, ich gehe hinein und schnapp ihn mir, ich beeil mich. Ja, danke sehr. Ist gut, dass das mir jetzt gesagt wird, gezeigt wird, wie auch immer. Zumal die Belohnung für alle Piraten außerordentlich gut ist. Rodo, was zum Teufel machst du da drin? Los, raus! Boah, diese Stimme. Hey Boss, ich bin froh, dass es dir gut geht. Ja, und ich bin froh, dass es dich interessiert. Jetzt hör auf, dich hier zu verstecken. Na, aber ja, die... Belohnung ist ziemlich gut.
dementsprechend würde ich euch vorschlagen, es zu machen. Ich glaube, dann habe ich endlich mal den Satz zu Ende gebracht. Ja. Mache ich also weiter damit. Wir müssen ins Kilodon-Dorf. Interessanterweise, meiner Meinung nach. Was auch immer das für ein Geräusch immer ist. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber jedes Mal, egal wie oft ich hier hinkomme, jedes Mal wird mir gesagt, ja, ich hätte auch gerne gekämpft. Wäre ja nicht nachtragend oder genervt von sowas, aber ich denke immer, ja, ich weiß, ist okay. So, wir müssen Seth in unserer aktiven Party haben. Und dann ein bisschen rumrennen. Ist ein bisschen random, meiner Meinung nach, aber naja, gut. Passiert nur mit Seth in der Party. Dieser Mensch denkt, er sagt, der König der Welt, erledigt ihn. Ach, diese Frösche wollen mich umbringen. Hey, warte. Ordi, bist du das? Was zum Teufel machst du hier? Ah, Captain, zu Hilfe. Ja, alle Kelodons sind ziemlich stark drauf, ne? Wenn man das sich so anguckt. Aber gut. Was soll's. Das Gute ist ja zumindest, ich kann Orly nicht aus Versehen mit irgendeinem Angriff wegpusten. Das hätte mich halt auch nicht gewundert, wenn es gehen würde, aber nee, in dem Fall zum Glück nicht. Die normalen Angriffe sind nicht wirklich schlimm. Schlimmer ist das, was der Kilolon D kann. Weswegen ich ihn gerade als allererstes ausschalten möchte. Er kann nämlich Flair zaubern. Oder was ist das bei uns? Feuerus? Irgendwie so. Jetzt, wo wir den ausgelöscht haben, sollte der Kampf eigentlich ein Zuckerspielchen sein. Ein leckeres Zuckerspielchen. Wo ist denn da? Meine Güte. Ich sollte aufhören, so komisch durch den Katalog zu blättern. Dann würde ich auch mal die Zauber finden, wenn ich sie suche. Ich glaube, Orly ist damit eigentlich der am schwersten zu rettendste Pappkameraden, den wir finden werden. Weil wir uns gegen Kelolon stellen müssen, mächtige Kelolon-Krieger. Alles in Ordnung, Orly. Gar ist drüben in unserem letzten Versteck. Geh du auch dahin, okay? Vielen Dank, Captain. Ich schwöre, ich werde meine Schuld begleichen. Bin ich mir nicht so sicher. Egal. Damit haben wir auch das. Ich glaube, in diesem Part werden wir die noch retten. Dann machen wir noch einen Traum und dann war's das für diesen Part. Ich hoffe, das haut einigermaßen hin. Wird schon klappen. Saman. Ich muss nach Saman. Ich muss eh so viele Sachen noch machen in diesem Spiel. Warum? Ey! Weil du angefangen hast, es zu epilieren. Ja. Ja, stimmt halt. So, da haben wir ihn schon. Ach, wir haben hier zuerst gespielt. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Worüber lachst du, Bark? Ah, Boss! Was? Ja, dieser Irre hier ist Bark. Er gehört zu meiner Mannschaft. Seth. Entschuldige, wenn das unhöflich klingt, aber deine Mannschaft hat nicht sehr viel Disziplin, oder? Oh, ich werde ihm bestimmt viel zu nachdenken geben. Und anscheinend bist du das erste Opfer, Bark. Oh nein, das, ich habe nur versucht, meine Jugend noch einmal zu erleben und... Oh, also war es das Kind in dir, das versucht hat, diesen Kindern hier Spielzeug zu stehlen, was? Oh nein, nein, ich meine, du bist nicht wütend auf mich, oder, Boss? Doch, beweg deinen armseligen Hintern zurück zum Versteck und denk darüber nach, was du getan hast, bis ich zurück bin. Ab in die Ecke mit dir. Auf dem Benimmstuhl. Ja, so schnell kann das gehen. Ja, jetzt muss ich mal wieder in einen Dungeon rein. Ich hasse es eigentlich, in einen Dungeon reinzugehen. Für sowas halt zumindest. Es ist ein bisschen ärgerlich.
Das Meer vom Baus ist aber kaputt, dementsprechend finden wir jetzt hier ganz einfach nur Schätze. Prismarus. Immer gut. Und hier vorne, ja, da drüben. Hey, hört ihr auch die Stimme einer Frau unter dem Meeresgetöse? Ah, Captain, dir geht's gut. Wow, wer zum Teufel ist das? Hast du dich in einem Fass versteckt? Ah, du bist mit dem Kapitän befreundet? Mein Name ist Nick, ich gehöre zur Mannschaft des Captains. Nett, dich kennenzulernen. Nick, was zum Teufel machst du in dem Fass? Hä? Oh, das? Oh, das wirkt Wunder für meine Haut. Das ist heutzutage der letzte Schrei. Ich verstehe. Entschuldige, dass ich dich gestört habe. Warte mal, komm schon. Hast du nicht gemerkt, dass ich nur Spaß mache? Kannst du nicht ins Versteck zurück? Hilf mir hier raus. Psst. Psst. Wer psst? Psst. Dich selber. Ich glaube das nicht. Wo ist der große Stapel? Ja, keine Ahnung. Und wo ist die ganze Insel hin, die mal hier war? Wer weiß das schon so genau? So, dann muss ich jetzt einfach in eine Anlegestelle. Muss dann ins Schiff hinein. Ja, unglaublich, aber wahr. Darf dann in den Gästebereich. Es leckt ein bisschen, aber es geht. Wie man immer so schon sagt, es löppt. Es löppt so langsam vor sich hin, aber es löppt. Ja, wenigstens leckt es nicht zu sehr gerade. Kommt auch immer nur, wenn es großartig Bereiche laden will. Au. Oh. Was ist los? Nichts, nur es fühlt sich an, als wäre jemand in meinem Zimmer. Das ist also das Zimmer der Königin. Eine Männerstimme? Unerhört. Was ist Seth? Ich glaube, die Stimme kenne ich. Das klingt nach Gondi, einem meiner Männer. Auf diesem Stuhl sitzt die Königin. Und das hier ist das Sprachrohr der Königin. Oh, und was riecht hier so gut? Ah, das ist der Geruch der Königin. Ich bring dich um. Was machen sie hier? Das frage ich dich, du Spinner. Oh, das ist ekelhaft. Das ist nicht fair. Was ist schon dabei, wenn ich in die Königin verliebt bin? Sowas nennt man romantisch. Wo ich dich hinbringe, ist kein Platz für Romantik. Aber nein, nicht. Ah, Captain, Sie sind hier, Captain. Sie sind auf meiner Seite, oder? Seth, kennst du den Kerl etwa? Nein, nie gesehen. Was? Oh, aber... Ja, ich glaube, da würde ich auch die Bekanntschaft leugnen wollen. Okay. Dieses Sidequest bringen wir jetzt noch zum Ende. Ich weiß, wir sind schon wieder über meiner 20-Minuten-Marke. Über meiner 20-Minuten-Marke, wohlgemerkt. Ich weiß, ihr sagt mir immer, du kannst auch 3000 Stunden aufnehmen. Ist okay. Na gut, vielleicht nicht so viel, aber... Ne, wie gesagt, ich setze mir dieses... Was soll ich sagen? Ziel? Ja, sagen wir einfach Ziel. Ich setze mir dieses Limit oder das Ziel, dass es nur so und so lange sein soll, setze ich mir halt immer selber. Aber... Ja, zum nächsten Ausstiegpunkt. Und dann... zur Piratenfestung. Willkommen zurück, Captain. Gar ist drüben in der Werkstatt. Gehen Sie doch kurz da vorbei, okay? Gar, braucht er mich für irgendwas? Naja, könnte man so sagen. Gehen Sie einfach hin, okay? Okay. Aber die Belohnung hat's in sich. Glaubt's mir. Ich erzähle euch hier keinen vom Pferd. Hoch. Hoch da. Hoch, sage ich. Ich glaube, das war's dann auch wieder mit Traum. Das Video ist einfach zu lang. Ich habe keine Lust, da immer noch einen Traum dran zu hängen, denn es dauert mit dem Rendern immer sehr. Aber ich verspreche euch, wir werden noch alle Träume abarbeiten. Ne, ich würde jetzt nie dann sagen, ah gut, ich bin bis zum Ende des LPs nicht dazu gekommen, die Träume zu machen. Ich euch hier gelaufen, was ich immer machen. Nein.
Die machen wir auf jeden Fall so oder so. Du bist nicht gar, ne? Ihr seht nämlich alle so komplett gleich aus. Was ist los, Gar? Du wolltest mich sehen? Oh, Captain! Ich möchte Ihnen etwas geben! Was zum... Verdammt, das ist mal eine feine Pistole, was? Ja, wir haben alle für Sie daran gearbeitet. Wir wollten Sie überraschen. Wir waren gerade am Zusammensetzen, als wir angegriffen wurden. Also hat jeder ein paar Teile mitgenommen, als wir geflohen sind. Aber da Sie die ganze Mannschaft gefunden haben, waren alle Teile wieder beisammen. Und jetzt haben wir das. Nur zu, nehmen Sie. Das wäre doch nicht nötig gewesen, aber danke, ich werde gut darauf aufpassen. Wir halten MG Aenera und den Aenera-Ring. Klingt ein bisschen seltsam, ist aber so. Ja, MG Aenera. Ne? Ne? Ja, weiße Magiegewehr erfüllt von der Magie der Bestie Aenera. Der Aenera-Ring. Ring, dem die Macht des magischen Gewehrs von Aenera innewohnt. TP-Absorption, MP-Absorption und dazu Magieverzögerung. Schon awesome. Und ich habe beim letzten Mal gar nicht mehr drauf gezeigt, aber Stab des Salomon. Ultimativer magischer Stab mit der Macht von Geistsilber. Ich meine, gut, zugegeben ist jetzt nicht unglaublich viel besser, aber das ist der Stab des Salomon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder für mehr Sidequests, denn wir sind noch lange nicht damit fertig. Aber ich arbeite dran. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.